Das Hohe Gericht der Hansestadt Hamburg hat sich heute hier zusammengefunden, um dieses Weib öffentlich hinrichten zu lassen. Sie weigert sich, ihre Schuld einzugestehen. Das Hohe Gericht hat jedoch genügend Beweise zusammengetragen, die diese Frau eindeutig als Hexe entlarven. Sie hat einen ehrbaren verheirateten Bürger dieser Stadt mit ihrer Schönheit verhext und ihn somit in den Ehebruch getrieben. Aus diesem Grunde verurteilt dich das Hohe Gericht zum Tode durch Enthauptung. Henker, walte deines Amtes. Scheiße, Dieter. Was ist? Schnell rufen Notarzt und sag an der Kasse, dass sie niemand mehr reinlassen sollen. Morgen, Adelheid. Morgen, Eugen. Das ist wohl für Sie, Herr Pohl. Danke, Herr Schilling. Morgen, Herr Schilling. Morgen, Herr Pohl. Morgen, Frau Möbius. Morgen, Chef. Morgen, Frau Möbius. Schon wieder morgen? Morgen, Frau Möbius. Guten Morgen, Herr Direktor. Ist Dobel noch nicht da? Doch. Soll sich sofort bei mir melden. Morgen, meine Herren. Morgen, Herr Pohl, Schilling. Ja, setz. Weiter, danke, danke. Mord oder technisches Versagen, das steht noch nicht einwandfrei fest. Jedenfalls ist das Mädchen tot. Soll das heißen, sie ist von der Guillotine geköpft worden? Nein, das ist keine echte Guillotine. Aber der Mechanismus, der verhindern soll, dass das Fallbeil ganz nach unten fällt, hat versagt und die Halswirbel zertrümmert. Guillotine? Aber deshalb rufe ich nicht an. Hast du es dir überlegt? Das ist echt lieb von dir, aber erstens traue ich dir nicht über den Weg. Oh Leid, hältst du mich für einen Wüstling, oder was? Darf ich dich an meinen letzten Besuch in deiner Jungfrauenzeit erinnern? Kerzen, Champagner, romantische Musik, langstielige Rosen, Austern. Na gut, dann gehen wir eben in ein Restaurant deiner Wahl. Mhm. Wo ist Hauptkommissar Strobel? Ich muss jetzt Schluss machen, Eugen. Das mag ja sein, aber ich muss jetzt wirklich... Strobel? Direktor Dünnwald... Ich muss sofort mit Hauptkommissar Strobel sprechen. Er ist am Tatort. Wegen dem Mord oder dem Unfall in diesem Gruselkabinett. Ja, dann legen Sie endlich auf und verbinden Sie mich. Nicht nötig, Herr Direktor. Kannst du mal den Chef ans Telefon holen, bitte? Er kommt gleich. Bitte sehr. Solange eine lückenlose Aufstellung aller in diesem Schmutz- und Schundkabinett beschäftigter Personen. Herr Hauptkommissar, Telefon. Zweitens, eine ebenso lückenlose Aufstellung, wo sich wer wann wo aufgehalten hat. Das ist doch bescheuert! Der Herr Kriminaldirektor für Sie, Herr Hauptkommissar. Wer oder was hier bescheuert ist oder nicht, das entscheide immer noch ich, ist das klar? Also, Herr Strobel! Tun Sie, was ich gesagt habe. Oder ich lasse diese Ausgeburt von schlechtem Geschmack schließen und von der Spurensicherung in seine Einzelteile zerlegen. In dem Fall werde ich Ihre Brötchengeber auf 100.000 Euro pro Tag verklagen. Herr Möbius, verpassen Sie dem Herrn Armbänder und schaffen Sie ihn aufs Präsidium. Herr Hauptkommissar! Ja? Sagen Sie mal, wie kommen Sie dazu, entgegen meiner ausdrücklichen Anordnung, diesen Fall zu übernehmen? Ach, Sie sind das. Kann mich gar nicht erinnern, Sie angerufen zu haben. Ich habe Sie angerufen. So, und jetzt packen Sie Ihre Sachen da ein und überlassen den Tatort den Leuten von Mord 1. Ist das klar? Ich verstehe kein Wort, Herr Direktor. Herr Strobel. Vielleicht versuchen Sie es mal besser nebenher nochmal. Nochmal. Herr Strobel. Fahren Sie sofort zum Tatort und übermitteln Sie diesem Wahnsinnigen, meine Anordnung sofort abzubrechen und sich in diesem, seinem Büro einzufinden und da zu bleiben, bis er Weiteres von mir hört. Haben Sie verstanden? Jedes Wort. Aber warum, Herr Direktor? Mord 2 wurde als erstes verständigt. Und Herr Hauptkommissar Strobel... Wie oft soll ich noch sagen? In meinem Hause gibt es kein Dezernat mehr, das Mord 2 heißt. Und Ihr Hauptkommissar Strobel kann in seinem Saustall, den er ein Büro nennt, von mir aus so lange auf die Tapeten starren, bis sie von den Wänden fallen.
Soll ich da wirklich hin? Der Chef macht mich doch zur Schnecke, wenn er das hört. Lassen Sie mal. Ich mach das. Sie halten hier die Stellung. Falls meine Mutter anrufen sollte, sagen Sie ihr, ich rufe sie im Laufe des Tages an. Eins steht eindeutig fest, Chef. Das war kein Unfall. In dem Mechanismus fehlen die Stifte, die das Beil an der richtigen Stelle stoppen. Wohl. Wen sehen Sie hier vor sich stehen? Oh, Sie. Gut. Und wer bin ich? Hauptkommissar Strobel. Nicht schlecht. So, jetzt wird's komplizierter. In welcher Abteilung bin ich Hauptkommissar? Mordkommission 2. Sind Sie sicher? Oder heißt die Abteilung vielleicht Unfallkommission 2? Nein, nein. Und warum kommen Sie dann auf die mir fiktische Idee, dass ich hier wäre, wenn es sich um einen Unfall handeln sollte? Hätte doch sein können. Ich geb's auch wohl. Also, Sie fahren jetzt zur Wohnung des Opfers und recherchieren. Ich will alles wissen. Beruf, Freunde, Verwandte, Kontoauszüge, alles. Vor allem, mit wem sie derzeit Tisch und womöglich Bett geteilt hat. Mein vorzüglicher Instinkt sagt mir, dass als Motiv nur sinnlose Eifersucht entfacht. Entschuldigen Sie, Herr Hauptkommissar, aber war das wirklich Ihr Ernst, dass ich die ganze Truppe hier im Präsidium antanzen lassen soll? Wenn es nicht mein Ernst wäre, Herr Möbius, warum, glauben Sie, habe ich es dann gesagt? Aus Jux und Dollerei? Ist ja gut, ist ja gut. Frau Möbius. Ja, da muss ich mich doch sehr wundern. Alarmstufe 1, Chef. Und diesmal scheint Direktor Dünnwald es ernst zu meinen. Sehen Sie, Frau Möbius, das eben ist der Unterschied zwischen mir und diesem Menschen. Ich habe es eben versucht, Ihrem Ex-Mann zu erklären. Wenn ich etwas ernst meine, dann ist es ernst. Wenn Direktor Dünnbrett etwas ernst meint, dann interessiert das nicht die Birne. Die Mordkommission 1 wird hier gleich anrücken. Und Sie habt ihr zum Stubenarrest verdonnert. Ach du Schande. Stubenarrest? Sie sollen sich in Ihr Büro begeben. Und zwar umgehend. Und dort bleiben, bis Sie weitere Anweisungen erhalten. Den exakten Wortlaut seiner Äußerung erspare ich Ihnen lieber. Na wunderbar. Dann nehme ich endlich meinen Resturlaub und fahre nach Sylt. Jetzt sag doch was. Was habe ich diesem Mann getan, Frau Möbius? Dass er mich systematisch in den vorgezogenen Ruhestand treiben will. Oder in den Tod. Ja. Sie haben aus Ihrer Meinung keinen Hehl gemacht, dass Sie ihn für einen Dünnbrettbohrer halten. Sie parken Ihren Wagen grundsätzlich auf seinem Parkplatz. Sie lassen keine Gelegenheit aus, ihn ins Messer laufen zu lassen. Zum Beispiel letzte Woche auf dem Polizeiball, wo Sie ihn zum Tanzen aufgefordert haben. Da hatte ich zu viel Intus. Und wenn Sie ab und zu mal über Ihren Schatten springen könnten und ihm nur das Gefühl vermitteln, dass Sie ihn respektieren, dann würde das uns allen das Leben etwas erleichtern. Bitte, Ewald. Chef. Ja, in meinem Büro sitzen und Däumchen drehen. Während Brinkmann von Mord 1 einen Bockmist nach dem anderen anstellt. Lassen Sie Mord 1 den Fall ruhig übernehmen. Das muss ja nicht heißen, dass ich nicht weitermachen kann. Frau Möbius. Sie fahren jetzt ins Präsidium und machen Ihre längst überfälligen Spesenabrechnungen. Und ich recherchiere undercover klammheimlich weiter. Frau Möbius, Sie wissen genau, dass das gegen die Dienstvorschriften verstößt. Bitte, Chef. Sie werden Dünnwald den Mörder präsentieren, bevor die Mord 1 auch nur einen Pieps gemacht hat. Warum tun Sie das alles, Frau Möbius? Warum wollen Sie mich retten? Die Mord 2 muss gerettet werden. Sie ist doch unser aller Leben. Na gut, versuchen Sie es. Ich gebe Ihnen exakt 24 Stunden. Länger halte ich es in meinem Kabuff nicht aus. Na also. Gegen Adelheid ist kein Kraut gewachsen. Die kann einen Rohdiamanten zum Schmelzen bringen, auf kleinster Flamme. Vergessen Sie alles, was ich gesagt habe. Pohl, Sie assistieren ab sofort Frau Möbius. Und Sie überlassen Mord 1 das Feld. Sollen die sich mit den Monstern da herumschlagen? Ich assistieren der Frau Möbius. Die nächsten 24 Stunden ist sie Ihr Chef, genau. Ja, und Sie? Ich mache meine Spesenabrechnungen für die Jahre 99 bis heute. Ich bin nämlich pleite. Er hat Ihnen den Fall übergeben, ja? So ist es. Also schnell.
Ich will mir den Tatort kurz anschauen, bevor die Kollegen von der Mord 1 aufkreuzen. Also das lasse ich mir nicht gefallen, Frau Möbius. Herr Pohl, es geht nicht um mich, es geht um die Mord 2. Ach, Sie sind wunderbar. Aber du sollst mich doch nicht so verwöhnen. Ja, danke. Bis bald. Ich hab getan, so sie heißt Corinna Jedicke und ist von Haus aus eigentlich Tänzerin und Schauspielerin. Aber nebenher kellnert sie im Zampano. Und den Job hier wollte sie heute eigentlich aufgeben, weil sie wohl die Hauptrolle in dem neuen Musical gekriegt hat. Auf der Theaterinsel? Genau. Dancing Forever heißt das Opus. Die Vorbereitungen laufen schon. Und in ungefähr 4 Wochen wird die Premiere sein. Moment, hier geht's lang. Das ist das Teil. Der Henker schleppt laut Inszenierung die junge, hübsche Maid zum Schafott und lässt das Beil fallen. Zack! Normalerweise rollt dann dieser Gummikopf in den Korb und die Scheinwerfer gehen aus. Aber diesmal ist es schiefgegangen. Grausam, sage ich Ihnen. Ach, hier. Hat ein Tourist mitgefilmt. Was? Auf dem Band ist alles drauf. Nur nicht der Mörder. Ich habe das mal mit meinem Schuh ausprobiert. Also die Wucht von diesem Ding kann schon ein Genick brechen. Hat der Chef das Personal vernommen? Na klar. Wenigstens alle, die hier Schicht hatten. Aber die haben ja nichts mit den Schauspielern zu tun, die sich hier für 20 Euro pro Show aufhängen und foltern lassen. Was meint der Chef? Sein untrüglicher Instinkt lässt ihn Mord aus Eifersucht vermuten. Da könnte er gar nicht so schief liegen diesmal. Schauspieler können sehr eifersüchtig sein, wenn es um Rollen geht. Oder gar Hauptrollen. Eins steht fest, der Mechanismus ist manipuliert worden. Aha. Spätestens morgen, wenn die Börse aufmacht und der Kurs abgeht, wie eine Rakete. Halten Sie keine Volksreden, Schilling. Kommen Sie, es gibt viel zu tun. Worum geht es denn jetzt? Um den Fall Guillotine? Ah, was? Meine Spesenabrechnungen. Machen Sie uns einen potstarken Kaffee und bringen Sie die Schuhschachtel damit. Spesenabrechnungen, Schuhschachteln? Da in der Ecke, hinterm Schrank. Was ist denn das? Meine Belege. Taxiquittungen, Bewirtungen, Tickets und so weiter. Allerdings habe ich keine Ahnung, warum Kollege Schilling daraus einen Teppichboden legen will. Wie ich mit Befriedigung bemerke, haben Sie ausnahmsweise einmal meine Anordnung befolgt und sich vom Tatort entfernt. Für was denn sonst? Sie sind der Chef. Machen Sie das Ding da aus, bitte. Was? Entschuldigen Sie. Ja, und wenn Sie in Zukunft Ihre Körperpflege außerhalb der Dienststunden erledigen würden, wie jeder Beamte hier, dann wäre ich Ihnen sehr verbunden. Was heißt hier Dienststunden? Kollege Schilling und ich sind die halbe Nacht auf der Reeperbahn auf der Lauer gelegen. Reeperbahn? Ja. Und als ich dann gegen Morgen darum nach Hause kam, da kam der Anruf von diesem Gruselkabinett. Aber wenn Ihnen zu viel dran liegt, kann ich mir ja einen Vollbart stehen lassen. Ja, warum nicht? Das passt zu Ihren antiquierten Ermittlungsmethoden und Ihrem Führungsstil aus der Steinzeit. Aber nun zum Grund meines Hierseins. Ich komme soeben von einer Sitzung beim Kultursenator, bei der auch das gesamte Management der Global Entertainment anwesend war. Ihr sogenanntes Gruselkabinett gehört unter anderem auch zu dem Unternehmen, das demnächst auf der Theaterinsel das neue Musical produzieren will, von dem sich der Herr Kultursenator wesentliche Impulse für den Tourismus verspricht. Und wie heißt das Singspiel? Rübe runter oder das Fidele Schafott? Nee, Dancing Forever. Wenn Sie wollen, kann ich Ihnen Karten besorgen, zum halben Preis. Ihnen scheint der Ernst der Lage nicht bewusst zu sein, Strobel. Dieser unglückselige Unfall gefährdet das gesamte Projekt. Unfall?
Solange das Gegenteil nicht hieb- und stichfest bewiesen ist, und zwar nicht von Ihnen, sondern vom Kollegen Brinkmann, von Mord 1 möchte ich Sie ersuchen, weder privat noch in der Öffentlichkeit, Gegenteiliges zu behaupten. Ist das klar? Also, wenn das ein Unfall war, dann fresse ich alle meine Spesenbelege der letzten 3 Jahre. 1999. 4 Jahre. Wie bitte? Sie haben 4 Jahre lang Ihre Belege nicht ordnungsgemäß abgerechnet? Ich komme ja nicht mal zum Rasieren. Nun, da kann ich Sie beruhigen. Der Bart ist ab. Paragraph 217, Abschnitt 17c der ADV besagt wortwörtlich: Belege jeglicher Art müssen im anfallenden Jahr oder spätestens zum Ende des ersten Quartals des dem Abrechnungsjahr folgenden Jahres abgerechnet werden. Es sei denn, eine schriftliche Genehmigung des Vorgesetzten liegt vor. Na, mal schauen Sie so. Ich werde doch eine solche Schlamperei durch meine Unterschrift nicht legitimieren. Ja, das wären ja Tausende, die ich aus eigener Tasche bezahlen müsste. Ja. Vielleicht sollten Sie sich langsam an den Gedanken gewöhnen, dass ich den längeren Arm habe und den längeren Atem. Aber falls Sie in dieser heiklen Angelegenheit kooperieren, könnte ich es ja eventuell in Erwägung ziehen. Aber nicht in diesem Zustand und nicht in Schuhkartons. Schilling-Apparat Möbius? Wo ist meine Tochter? Ach, Sie sind's, Frau Müller-Graf Kleditsch. Reden Sie nicht. Geben Sie mir meine Tochter. Ach, es ist eine Katastrophe. Ich benötige unbedingt Ihre Hilfe. Sie ist nicht da. Aber ich soll Ihnen ausrichten, dass sie sich im Laufe des Tages bei Ihnen... Im Laufe des Tages? Ich brauche sofort Ihre Hilfe. Wo kann ich Sie erreichen? Das weiß ich auch nicht. Aber wenn Sie dranbleiben, kann ich den Herrn Hauptkommissar fragen. Um was geht's denn? Ach, ich bin da in eine peinliche Situation geraten. Und das, noch dazu mit dem Rheuma in meiner linken Schulter. Aber das würde ja viel zu weit führen, einem Mann wie Ihnen das plausibel zu machen. Ich weiß nur eins, wenn nicht bald was passiert, dann kriege ich klaustrophobische Zustände. Immer mit der Ruhe. Bleiben Sie dran, bin gleich wieder da. Chef, wissen Sie, wo Frau Möbius abgeblieben ist? Wer will das wissen? Brinkmann? Nee, Ihre Mutter. Sie redet wirres Zeug und es klingt echt beunruhigend. Frau Müller-Graf Kleditsch redet in der Regel wirres Zeug. Frau Möbius ist auf einer geheimen Mission. Können Sie das nicht abziehen, bloß weil Frau Müller-Graf Kleditsch... In dem Fall könnte ich aber kurz nach ihr schauen. Papalapap, Sie bleiben hier und helfen mir bei den Spesen. Sagen Sie, Frau Möbius wird sich melden. Das habe ich ihr schon gesagt. Dann sagen Sie es eben noch mal. Herr Gott, Schilling, muss ich Ihnen alles schriftlich geben, mit 3 Durchschlägen. Wer ist denn da? Feinkost Meier. Ich habe eine Lieferung für Müller Graf Kleditsch. Ich bin im Augenblick unpässlich. Bitte legen Sie die Sachen vor die Tür. Eugen. Gott sei Dank, Herr Möbius. Wissen Sie, wo meine Tochter ist? Na klar. Hier bei mir, sie legt gerade ab. Adelheid zieht sich vor Ihnen aus? Herr Möbius. Nein, sie legt gerade ab mit der Fähre. Also ehrlich, Oma. Fähre? Na, wohin denn, um Himmels Willen? Zur Theaterinsel. Aber was ist denn? Du bist ja völlig durch den Wind. Ach, das ist gar kein Ausdruck. Ich bin am Ende, Herr Möbius. Vor der Tür vergammeln Delikatessen im Wert ihres 13. Monatsgehalts. Und ich sitze da wie die Mumie von Tutanchamun. Sie müssen kommen, Herr Möbius, bitte. Langsam, langsam, Oma. Wie war das nochmal? Wie eine Mumie? So alt bist du doch gar nicht. Lassen Sie Ihre blöden Witze. Kommen Sie sofort her. Oma, manchmal habe ich wirklich das Gefühl, du bist mein Vorgesetzter. Aber nicht mal die haben so einen Befehlston am Leib wie du. Herr Möbius. Eugen heiße ich, Oma. Eugen. Und duzen darfst du mich auch. Eugen. Und wenn man mich bittet, tue ich fast immer alles, was man von mir will. Eugen, bitte komm sofort her. Das mag ja sein, dass der Chef Sie mit der Leitung der Ermittlungen beauftragt hat, aber rein dienstgradmäßig stehe ich 3 Besoldungsstufen über Ihnen. Das ändert nichts an der Tatsache, dass wir keine Zeit haben, zig Leute ins Präsidium zu bestellen und zu vernehmen. Wir müssen uns auf unsere Intuition verlassen. Und die sagt mir, dass wir im Kreise der Theaterschauspieler, der Sänger und Tänzer suchen müssen. Und das Mädchen da drüben gehört sicher zu der Tanztruppe von diesem Musical. Was Ihre Figur betrifft, können Sie recht haben. Ich kann Sie auch noch ansprechen. Nein, lassen Sie mich mal lieber. Sie baggern Sie doch nur an, wie ich Sie kenne. Also entschuldigen Sie mal. Gehören Sie zu dem Ensemble von diesem Musical? Ich frage nur, weil ich annehme, dass Sie schon gehört haben, was einer Ihrer Kolleginnen zugestoßen ist. Guillotine.
Das ist ja schrecklich. Woher wissen Sie davon? Möbius, ich arbeite für die Mordkommission 2. Sie waren dabei, als es passiert ist. Nein. Wie kommen Sie darauf? Woher wissen Sie es dann? Wir haben die Nachricht noch nicht herausgegeben. Naja, ich wollte Sie abholen, mir das Ganze anschauen, weil ich von ihr den Job übernehmen sollte. Aber dann... Sie war Ihre Freundin? War, ja. Aber seit sie die Hauptrolle bekommen hat, Sie werden sicher noch das Ensemble verhören, oder? Nun ja, sagen wir, ich möchte mich orientieren. In der Gruselshow glaubte man zuerst an einen Unfall, dem Ihre Freundin zum Opfer gefallen ist. Glauben Sie das auch? Und wer hätte Ihrer Meinung nach ein Motiv zu so einer grausamen Tat? Ich. Wenigstens werden das alle behaupten. Weil eigentlich ich von Guido für die Hauptrolle vorgesehen war. Guido? Guido Krämer, der Komponist und musikalische Leiter der Company. Corinnas Stimme hatte seiner Meinung nach nicht die Kraft, eine solche Rolle zu tragen. Verstehe. Und warum haben Sie die Rolle nicht bekommen? Das Übliche. Wer mit dem Regisseur ins Bett geht, der sitzt am Drücker. Das wäre allerdings ein Motiv. Aber Sie waren es nicht. Das könnte ich doch nie. Vor allem nicht, weil... Ja? Corinna war schwanger. Im zweiten Monat. Er hat ihr Geld gegeben, um es wegmachen zu lassen. Der Regisseur? Und wie heißt der Mann? Horst Landvogt. Der Horst Landvogt? Der. Gott, was für eine Wahnsinnsfrau. Regisseur müsste man sein. Also beherrschen Sie sich gefälligst, Herr Pohl. Aber Polizist sein hat auch seine Vorteile. Schließlich hat sie uns das perfekte Mordmotiv quasi auf dem Silbertablett serviert. Und es wird mir ein persönliches Vergnügen sein, Sie diversen längeren Verhören zu unterziehen. Sie mögen ja 3 Besoldungsstufen über mir stehen, Herr Kollege. Aber was Anstand und Moral angeht, sind Sie keinen Groschen wert. Was heißt denn hier Anstand und Moral? Man sieht es mir vielleicht auf den ersten Blick nicht gleich an, aber ich bin ein Mann mit Gefühlen und Hormonen, wie jeder andere auch. Na endlich! Wo bleiben Sie denn? Wie siehst du denn aus? Spielst du Glöckner von Notre Dame oder was? Bitte nicht, Herr Möbius. Ich bin am Ende meiner Nervenspitzen angelangt. Helfen Sie mir endlich aus diesem Kleid da raus! Ja, warum machst du nicht einfach den Reißverschluss hier hinten auf? Noch so eine blöde Bemerkung und ich schreie. Der klemmt ja. Ja, der klemmt. Vermutlich werde ich das Kleid operativ entfernen lassen müssen oder mich darin beerdigen lassen müssen. Jetzt richtig ab, das kriegen wir schon hin. Und ich versorge erstmal die Fressalien draußen im Flur. Feinkostmeier und dieser edle Fummelsommer, was hast du vor? Nichts. Und jetzt beeilen Sie sich. Ich denke, Sie müssen Adelheid wieder von der Fähre abholen. Das kann dauern, bis die ein ganzes Musical-Ensemble ausgehorcht hat. Sag mal, Oma, ist das was Ernstes? Was meinen Sie? Na ja, dein Verehrer. Ich muss sagen, er sieht ja gut aus. Und sein Auto. Oh, lala. Woher wissen Sie das? Spionieren Sie mir jetzt auch nach? Werde ich jetzt schon von der Polizei verfolgt? Ist ja wohl kein Verbrechen, einen Verehrer zu haben. Jetzt beruhig dich doch, es ist nur rein menschliches Interesse. Ja, und aus rein menschlichem Interesse liegen Sie auf der Lauer und spähen mich aus. Es war ein Zufall. Ich habe euch neulich wegfahren sehen. Ah, ja. Ja, es gibt ja eben Männer, die einer Frau noch was zu Füßen legen wollen. Aber dazu waren Sie ja bei Adelheid nie imstande. Dabei waren wir vorhin am Telefon schon mal bei Eugen und beim Du. Ach, Oma. Dann können Sie auch gleich wieder gehen, Frau Fischer. Sie sind entlassen. Das würde ich mir noch mal gut überlegen. Das habe ich, glauben Sie mir.
Sie haben Talent und es wird mir nicht leicht fallen, Ihre Rolle so kurz vor der Premiere umzubesetzen. Aber diesmal haben Sie es zu weit getrieben, Frau Fischer. Sie werden sich daran gewöhnen müssen, dass es in jedem Stück nur eine Hauptrolle gibt. Und die haben Sie diesmal nicht bekommen. Das aber ist kein Grund für Ihre Disziplinlosigkeit. Also, lassen Sie sich Ihre Gage auszahlen, verschwinden Sie. Bitte? Sie meinen? Moment, Mareike. Also, ehrlich, Horst. Jeder kann doch mal zu spät kommen. Kümmere du dich um deine Musik. Für die Besetzung bin ich zuständig und Corinna hat die Hauptrolle. Ende der Diskussion. Corinna ist tot. Tu nicht so, als ob du es nicht wüsstest. Sie wollte das Baby nicht abtreiben lassen, da wolltest du sie loswerden. Was redest du da? Corinna ist in der Schneiderei bei der Anprobe. Lass mich los. Mareike. Das glaube ich einfach nicht. Und wenn, dann hast du sie auf dem Gewissen. Wo ist mein verdammtes Handy? Los, geht raus. 5 Minuten Pause, bis ich rausgekriegt habe, was hier los ist. Ja, ich bin's. Corinna bei euch? Nein. Sie sollte doch zur Anprobe nach ihrer Vorstellung in dem Schuppen. Nein, schon gut. Was machen Sie denn hier? Möbius. Mordkommission 2. Und das ist Kommissar Pohl. Mordkommission? Dann stimmt es also. Corinna ist... Tut mir leid. Ja, sie ist tot. Man hat versucht, es wie einen Unfall aussehen zu lassen, aber der Täter oder die Täterin hat Spuren hinterlassen, die im Augenblick ausgewertet werden. Und ich muss Sie alle bitten, sich zur Verfügung zu halten. Herr Pohl wird jetzt Ihre Personalien aufnehmen und ich... Moment, Moment. Erst will ich wissen, was passiert ist. Genau. Weiß das zurzeit nur der Mörder. Oder die Mörderin. Und da wir gerade mitten in den Ermittlungen stehen, möchte ich die Umstände des Ablebens lieber noch für mich behalten. Auf was warten Sie? Stellen Sie die Personalien fest. In Ordnung. Herr Landvogt. Ja. Die Herren gehen jetzt bitte mal links. Stimmt das, was Mareike zu Ihnen gesagt hat? Dass ich Corinna umgebracht habe? Sind Sie verrückt? Nein. Dass Sie ein Verhältnis mit ihr hatten und sie von Ihnen schwanger war. Das ist richtig. Geht aber keinen etwas an und ist meine Privatsache. Und dass Sie sie zu einer Abtreibung überreden wollten? Natürlich wollte ich das. Aber nicht wegen mir, wie Mareike glaubt, sondern wegen Corinna selbst. Warum sollte sie das Kind nicht bekommen? Sie verstehen nichts vom Showgeschäft. Corinna ist begabt, hat gearbeitet wie eine Irre. Und nun hat sie die Hauptrolle im nächsten Musical bekommen. Das kann der Beginn einer Karriere sein, die sie wer weiß wohin führen kann. Und in diesem Moment soll sie ein Kind kriegen? Die Arbeit von Jahren umsonst. Die große Chance einfach fahren lassen, die sich vielleicht niemals wieder ergibt. Nein, glauben Sie mir. Ich hab's nur gut gemeint mit Corinna. Von Ihrem Standpunkt aus gesehen. Wer im Showgeschäft ist, hat keinen anderen zu haben. Doktor, gibt es schon etwas im Guillotine-Mord? Wie kommt ihr auf Mord? Im Moment gehen wir von einem Unfall aus. Und warum ist dann die Mordkommission 2 am Tatort? Die Mord 2 ist abgezogen worden. So, und jetzt möchte ich Sie ersuchen, das Gebäude zu verlassen. Die Kleine hat doch die Hauptrolle in dem neuen Musical ergattert und nun ist sie tot. Da ist doch was faul. Meine Herren, ich bitte Sie. Könnte es vielleicht sein, dass die Geldgeber der Show Sie unter Druck gesetzt haben, damit die ganze Sache unter den Teppich gekehrt wird? Also, das möchte ich nun wirklich nicht kommentieren. So, und jetzt verschwinden Sie, sonst werde ich Sie wegen Hausfriedensbruch und übler Nachrede festnehmen lassen. Aha, geht es schon los. Diese Ignoranten. Guillotine-Mord. Ich hab sie ja gewarnt. Aber bitte, ich wasche meine Hände in Unschuld. Und in Seife. Ja, Dünnwald, verbinden Sie mich mit Hauptkommissar Brinkmann. Nein, auf dem Apparat von Frau Möbius. So, Taxiquittung vom Präsidium zum Hauptbahnhof. Wird's bald? 10:20. 15.09.99. 44:50. Bewertung von Tatzeugen im Falle Merzesheimer. Übrigens eine höchst attraktive Person, diese Zeugin. Sie hat eine Finca auf Mallorca. Und wenn der Idiot nicht so pflichtbewusst wäre, säße ich da jetzt auf der Terrasse mit einem Vino Tinto in der einen Hand und in der anderen eine Zigarre. So dick, wie die Halsschlagader eines gewissen Vorgesetzten sein würde. Wenn morgen in der Zeitung steht, dass wir zu bescheuert waren, den Unterschied zwischen einem Unfall und einem Mord zu erkennen. Herr Strobel! Könnten Sie vielleicht einmal nachschauen, ob diese Fernsehfritzen endlich weg sind? Schilling, können Sie vielleicht einmal nachschauen, ob diese Fernsehfritzen endlich weg sind? Also ich kann einmal helfen. Und da ich sie gerade hier habe, was halten Sie von diesem Beleg hier? Eine Krawatte, 160 Mark. Meinen Sie, das geht durch? Herr Strobel, Ihnen scheint entgangen zu sein, dass wir inzwischen eine neue Währung haben. Und die Arbeit können Sie sparen. Ich unterschreibe keine Spesenabrechnungen, die vor der Jahrtausendwende liegen. Meine Krawatte ist mir damals bei dem Brand von dem Lagerhaus in Wandsbek versenkt worden. Hier so. Ja. Und ich sehe nicht ein, dass ich das aus eigener Tasche bezahlen soll. So eine Krawatte verjährt doch nicht.
verhindern. Was soll denn das? Wir haben ein Recht darauf zu erfahren, was hier gespielt wird. Die lassen mich locker, was? Ja, ja, in ihrer Haut möchte ich jetzt nicht stecken. Und ich wette, der Herr Innensenator Hansen wird auch schon kalte Füße kriegen. Und es kann jede Sekunde ja klingeln. Und der Teufel ist los. Schilling. Verzeihung. Schillinger Bratmö. Doch, der ist da. Moment, der Innensenator für Sie. Ja, mein Instinkt. Unfehlbar und präzise wie ein Schweizer Uhrwerk. Anwalt. Ach, nein. Nein, das habe ich nicht gewusst. Im Theater. Ja, das wird sofort in Ordnung gebracht. Nein, Sie können sich auf mich verlassen. Herr, ja, ja, wiederhören, Herr. Eine Frau Möbius hat im Theater den gesamten Betrieb lahmgelegt. Und der Herr Innensenator lehnt jede Verantwortung rigoros ab, falls die Premiere aus irgendwelchen Gründen gefährdet sein sollte. Eine Katastrophe? Oh ja. Ich bin erledigt, Strobel. Kein Hund wird mir einen Knochen von mir nehmen in dieser Stadt, wenn das schief läuft. Und wem habe ich das zu verdanken? Gemach, Gemach. Wie heißt es so schön? Man soll den Abend nicht vor dem Morgen loben. Und morgen früh präsentieren Sie der Presse den Mörder und sind der Held des Tages. Mörder? Überlegen Sie doch. Ein Unfall, der rutscht doch in 3 Tagen auf die 3. Seite. Aber ein Mord auf der Guillotine. Das ist doch wochenlang eine unbezahlbare Publicity für Ihre noblen Investorfreunde. Genau. Und wenn wir clever sind, legen wir zusammen, investieren auch. Schilling. Wo soll ich bis morgen einen Mörder herbekommen? Nehmen wir einmal an, ich wäre dazu in der Lage. Wären Sie dann bereit, meine Spesenabrechnungen zu unterschreiben und weiterzuleiten? Das schafft kein Mensch. Doch, ich kenne da zufällig einen. Also, abgemacht? Ja? Brauchen Sie mich noch? Moment. Herr Landvogt, Ihr Telefon. Guido meinte, du würdest es schaffen, für Corinna einzuspringen. Schaffen schon, aber ich denke gar nicht dran. Ja, Landvogt? Sie verstehen das nicht. Das kann keiner verstehen, der nicht vom Fach ist. The show must go on. Lache, Bajazzo. Auch wenn dir das Herz bricht. Und so grausam das klingen mag, für die Show ist diese Umbesetzung ein Gewinn. Mareike hat die wesentlich schönere Stimme. Wenn Sie der Meinung sind, warum haben Sie es Herrn Landvogt nicht gesagt? 100 Mal habe ich es ihm gesagt. Aber er hört ja nicht auf mich. Für ihn ist das Stück wichtig. Für mich meine Musik. Ich will, dass meine Musik genauso gesungen wird, wie ich es mir vorstelle. Aber ein Komponist ist ja machtlos. Man benutzt ihn ja nur. Dann hatten Sie also keine Chance, Mareike bei Herrn Landvogt durchzusetzen? Das habe ich Ihnen doch gesagt. Ja, das wär's dann wohl, Frau Möbius. Wie ich gerade von meinem Produzenten erfahre, sind Sie weder berechtigt noch befugt, hier alles stillzulegen. Und Sie sollen sich bei Ihrer vorgesetzten Dienststelle im Präsidium einfinden. Nun, in dem Fall machen wir Schluss hier, Herr Pohl. Ich weiß sowieso alles, was ich wissen muss. Und ich sage Ihnen jetzt etwas. Einer von Ihnen hier ist der Mörder von Corinna Jedecke. Und Gottlob gibt es ja noch die Bänder aus der Videoüberwachungsanlage in dem Gruselkabinett, die wir nur noch auswerten müssen. Video? Ja, Video. Heute Abend um 18 Uhr, wenn der Laden seinen Betrieb schließt, gehe ich an die Arbeit. Und wenn es die ganze Nacht dauert. Morgen früh wissen wir, wer von Ihnen es war. Weil auf dem Band wird man einen Mann oder eine Frau sehen, die an einer Guillotine herumbasteln. Und dann sehen wir uns wieder. Allerdings in einer Zelle im Präsidium. Guten Tag. Ihr wollt jetzt nicht wirklich weiterproben, oder? Nein. Wir sehen uns alle wieder hier morgen früh um 9. Und du auch. Jetzt bist du Corinna schuldig.
Videoüberwachung in dem Gruselkabinett? Frau Möbius, in dem Raum, in dem es passiert ist, gibt's keine Kamera. Das müsste ich doch wissen. Aber der Mörder weiß es nicht. Mörder? Wir haben nicht den geringsten Hinweis, wer der Mörder sein könnte. Sie vielleicht nicht, aber ich. Jeder kann's gewesen sein von der Truppe. Eben deshalb müssen wir ihn aus der Reserve locken. Wir sind ab 18 Uhr in diesem Gruselkabinett und warten gemütlich, bis er auftaucht. Also bei aller Liebe, Frau Möbius, da mache ich nicht mit. Außerdem habe ich gleich Feierabend und ich habe auch noch was vor. Die Mädels gehen unter die Dusche und dann, ich denke, ich nehme die nächste Fähre. Sie können es nicht lassen, wie? Also so eine Chance und so eine Auswahl kriege ich nie mehr wieder, Frau Möbius. Und auf Sie kann doch auch Ihr Eugen aufpassen. Na gut, dann geben Sie mir das Videotape von diesem Touristen. Was für ein Videotape? Na, das von dem Zuschauer. Und die Schlüssel zu dem Laden. Ach so. Auf dem Band ist kein Mörder drauf. Ich hab's mir doch angesehen. Nichts ist da drauf, nur die Guillotine. Ja, ja, ja. Wo ist Paul? Er will eine von den Ballettratten abschleppen. Und wie ich ihn kenne, dann morgen völlig deprimiert zum Dienst erscheinen. Und ich darf ihn dann wieder hochpeppen. Apropos absteppen. Außerdem hier habe ich noch ein halbes Dutzend Austern und Döschen Beluga-Kaviar bei Oma mitgehen lassen. Die hat Tonnen davon geliefert gekriegt von Feinkostmeier. Mutti? Kaviar? Oh, frag mich nicht, was sie damit vorhat, aber eins steht fest. Heute brauchst du gar nicht nach Hause zu gehen. Die lässt sich garantiert nicht in die Wohnung. So wie die sich aufgedonnert hat, braucht die eine sturmfreie Bude. Red keinen Unsinn. Das will ich selber sehen. Na, wenn ich es dir sage. Wir haben noch Zeit. Fahr kurz bei Mutti vorbei. Um 18 Uhr müssen wir im Gruselkabinett sein. Ja, cool. Ich bin's. Wie geht's? Wir ermitteln noch, aber so wie es aussieht, hat in dieser Truppe fast jeder ein Motiv. Geben Sie mir Frau Möbius. Frau Möbius ist auf eigene Faust losgezogen. Was? Alleine? Na ja, alleine. Entgegen meiner ausdrücklichen Warnung. Aber was soll ich machen? Sie haben mich ja ihr unterstellt. Das soll doch nicht heißen, dass Sie sich abseilen, Sie Tauchsieder. Wo ist sie? Jetzt ist, weiß ich nicht, aber um 18 Uhr will sie am Tatort sein. Sie will sich dort Videotapes von der Überwachungsanlage anschauen. Obwohl es in dem Wortraum ja gar keine Kamera gibt. Wohl, Sie sind um exakt 18 Uhr am Tatort. Ja, Moment, Chef, so schnell geht das nicht. Was ist? Keine Panik. Ist das Fernsehen noch da? Es werden immer mehr. Sie bleiben hier. Ich bin in 1-2 Stunden zurück. Ich wollen in 1-2 Stunden einen Mörder überführen, wo Brinkmann noch nicht einmal eine Spur hat. Heiße nicht Brinkmann, sondern Strobel. Denn wenn ich Brinkmann heißen würde, würde ich jetzt auf der Herrentoilette in eine Kloschüssel steigen und mich runterspülen. Sie sorgen dafür, dass kein Journalist den Herrn Direktor belästigt. Eigentlich habe ich längst Feierabend. Busch, ein Wort noch und ich lasse Sie den Goldfisch von Möbius beschatten, rund um die Uhr. Sie können natürlich hier helfen mit meinen Spesenabrechnungen, damit Sie auf andere Gedanken kommen. Schließen Sie ab hinter mir. Auf unseren guten alten Klassenlehrer Brachvogel, der uns gemeinsam nachsitzen ließ und uns so zusammengebracht hat. Auf Herrn Brachvogel. Weißt du, Rosa, je älter man wird, umso genauer erinnert man sich an die Kindheit. Also an den Brachvogel erinnere ich mich noch ganz genau. Und an den Tag, an dem ich dir dieses Briefchen schrieb. Du weißt das doch auch noch. Ja, ja, natürlich. Wie könnte ich denn sowas vergessen? Also, ich schrieb dir, ich warte nach der Schule auf dich am Bootshaus. Und ich bekam einen Zettel von dir zurück, auf dem stand nur ein einziges Wort. Warum? Ja, ja, ich wusste ja damals noch nicht. Oh, natürlich wusstest du. Das war reine Koketterie. Aber streit es nicht ab, so war es. Und Brachvogel stand plötzlich vor uns und schrie, her mit den Zetteln. Also, ich nahm deinen Zettel in den Mund und kaute ihn herunter. Und dich sah ich auch kauen. Es war wunderbar. Ja, und dann, da mussten wir beide nachsitzen und dabei habe ich dich dann zum ersten Mal geküsst. Oh ja. Mutti? Was geht hier vor, Mutti? Sag nicht immer Mutti zu mir. In Ordnung, Mutti, aber sag, was hier los ist. Nichts, Kind, gar nichts. Und ich hätte nichts dagegen, wenn du heute Überstunden machen würdest, sagen wir bis 23 Uhr oder Mitternacht. Also ehrlich, Mutti, du hast doch nicht etwa vor. Nein,
Aber wenn es dazu käme, hätte ich nichts dagegen. Bitte, Adelheid. Oder muss ich dich daran erinnern, wem diese Wohnung gehört? Nein, das musst du nicht. Aber dann kannst du sie in Zukunft auch selber putzen. Das habe ich in Zukunft nicht mehr nötig. Max hat genügend Personal, um mich standesgemäß zu verwöhnen. Adelheid, oh bitte. Das ist meine letzte Chance. Es steht im Horoskop. So, da bin ich wieder. Na, was habe ich gesagt? Red nicht, fahr. Jetzt gehört der Laden uns. Adelheid. Ich gehe da jetzt rein. Durch den Nebeneingang. Den Schlüssel hat mir Herr Pohl netterweise überlassen. Sobald mir jemand folgt, kommst du nach. Ist das klar? Wir kommen in Teufels Küche. Und bleib hier schön in Deckung. Nicht, dass du mir den Mörder verjagst. Nein, Herr Krämer. Henker? Es gibt kein Video mit dem Mörder drauf. Was? Das hier war eine Falle. Tut mir leid. Eugen! Eugen! Ich lasse hier nicht lebend raus. Eugen! Tut mir leid, Frau Möbius. Ich bin eigentlich Musiker und kein Mörder. Aber dieses Mädel, das hat eine Stimme. Stimme wie eine Gießkanne. Ich habe alles versucht, dass Mareike Fischer den Part singt. Aber leider war der Herr Regisseur anderer Meinung. Und deshalb bringen Sie eine junge Frau um, weil Ihnen Ihre Stimme nicht gefällt. Ich habe 5 Jahre in die Show investiert, ja? Die Musik ist mein Leben, Frau Möbius. Und dieses Musical, das wird ein Erfolg. Ja? Und niemand. Niemand! Niemand wird ihn mir wegnehmen! Hilfe! Auch Sie nicht. Aber eventuell ich. Ich bin zwar ein passionierter Opernfan und weiß seine gute Stimme zu schätzen, aber so weit geht die Liebe nicht. Und Frau Möbius kann wirklich nicht singen. Hätten Sie vielleicht ein paar Handschellen in Ihrem Täschchen? Oh. Herr Pohl! Herr Pohl! Wir müssen in Deckung bleiben. Wo ist denn Frau Möbius? Na, da drin. Und der Mörder? Noch nicht aufgetaucht. Hab ich mir gleich gedacht. Und er kommt auch nicht mehr. Woher wollen Sie das denn wissen? Eugen! Na, Frau Möbius, war wohl nix. Herr Pohl, geben Sie mir mal lieber Ihre Handschellen. Aber gerne. Sowas sollte man immer parat haben, wenn man auf Verbrecherjagd geht. Warten Sie hier. Na, Gott sei Dank ist nichts passiert. Haben Sie es gemerkt? Ihre Ex kann es leider nicht vertragen, wenn sie Unrecht hat. Ich habe ihr gleich gesagt, dass der Mörder total bescheuert wäre, wenn er hier auftauchen würde. Trotz der netten Einladung.
Ja, was ist denn das? Der Mörder. Ja, und was soll ich... Einbuchten, Herr Vogt. Holla, dann war der Kerl ja doch... Ja, Eugen, er war. Er ist hier wohl durchgeflutscht. Ja, aber der Chef, der wollte doch... Er zieht sich gerade um. Der Rest der Truppe ist ja auch eingetroffen. Chef, ich... Schaffen Sie den Herrn ins Präsidium. Frau Möbius, normalerweise müsste ich Ihnen ja jetzt die Leviten lesen. Ehrlich, Frau Möbius, um ein Haar wären Sie auf der Guillotine gelandet. Was sollte ich denn machen? Sie haben mir ja nur 24 Stunden gegeben. Und das war die schnellste und einzige Methode, den Mörder auszutricksen und zu fassen. Jedenfalls kann Direktor Dünnbrett jetzt der Presse seinen Mörder vorführen. Und dann werden wir ihm meine Spesenrechnungen vorlegen, der Sie noch den letzten professionellen Schliff geben werden. Oder haben Sie heute Abend schon was vor? Nein. Ich darf erst nach Mitternacht wieder nach Hause. Jahresabonnement für die Zeitschrift Frauenkarriere. Fachliteratur? Fragen Sie mich nicht. Wie viel? 240 Euro. Oh. Hier. Taxifahrt von Wiesbaden nach Hamburg. 810 Euro. Ja, da hat er den letzten Flug verpasst, letzte Woche, nach seinem Vortrag bei der Interpol. Ja, na und? Und was ist mit der Bundesbahn oder dem Fahrrad? 810 Euro. Ja. Wir haben ihn. Er heißt Guido Krämer und ist der Komponist des Musicals. So, jetzt sind Sie dran. Ich bin schon unterwegs. Oh. Weitermachen. Wie ich Dünnbart kenne, wird morgen in der gesamten Presse zu lesen sein, wie er eigenhändig den Fall gelöst hat. Der Senat wird ihm das Bundesverdienstkreuz besorgen. Und wir können uns wieder mit der Bürokratie herumärgern, bis in die Puppen. Das. Also alles, was recht ist, ohne mich. Möbius, na ja, das kann Schilling erledigen, aber den Bericht, den werden Sie doch noch machen. Nee, Chef, bei aller Liebe, ich kann nicht mehr. Ja, ja, Frau Möbius, das Mörderfangen ist anstrengend, nicht? Besonders im Alleingang, nicht? Da haben Sie recht, Chef. Aber wissen Sie was? Morgen früh schneide ich einfach die Titelseite aus den Zeitungen und klebe sie in die Akte. Auch eine Möglichkeit. Ist es uns nun tatsächlich gelungen, unter Aufwand aller Kräfte und unter meinem Kommando, den Täter zu ermitteln? Es handelt sich um den Komponisten Guido Krämer. Eugen, kann ich auf dein Angebot zurückkommen und eventuell bei dir auf der Couch übernachten? Ja, gern, aber nicht auf der Couch. Danke. Dann nimmst eben du die Couch.